Zeitung ist. Guten Tag. Ich glaube, jeder hier sollte jetzt wissen, wie das Ganze funktioniert. Für die ersten 4 Minuten der Rede jeweils wird der Redner ein grünes Signal zeigen in dieser grünen steigenden LED-Leiste. Und dann, wenn die 4 Minuten fast vorbei sind, dann hat man 30 Sekunden gelbes Licht und dann die letzten 30 Sekunden sind rotes Licht. Und wenn es so hoch ist, dann brauchen wir eure Hilfe. Dann müsst ihr alle einen großen Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. So, und dann gibt es Applaus so oder so, egal ob der Talk vorbei ist oder nicht. Ich glaube, das geht aber noch besser. Lass uns das mal nochmal versuchen. Wollen wir es nochmal versuchen? Ich weiß nicht. Nein. Nee, es war okay so. Also, ich habe es eigentlich immer in den Folien drin. Gut, sollte so funktionieren. Okay, wir haben auch Übersetzungen zur Verfügung. Sehr wichtig. Da manche der Talks deutsch sind und dann auf Englisch übersetzt werden. Und für die englischen Talks gibt es eine deutsche Übersetzung. Außerdem gibt es französische Übersetzungen von Englisch und von Deutsch. Also guckt einfach auf streaming.c3lingo.org nach, um die übersetzten Streams zu bekommen. Okay, los geht's. So, first up is where trust zuerst kommt so Trust und Certificate Pinning, anpinnen für uns alle anderen, für uns normale Menschen sozusagen, wo das Vertrauen aufhört. Yes, hello, good morning, hallo, guten Morgen alle zusammen. Ich bin Heurikus. Ich habe eine Frage an euch, Problem und eine Antwort. Wieso vertraue ich dem Web heutzutage? Und das ist manchmal nicht so richtig gut. Die einfache Antwort ist, normalerweise, weil wenn wir auf HTTPS verschlüsselte Webseiten geht, sind die verschlüsselt und ihr vertraut Zertifikatsautoritäten, dass die das nur verteilen an Zertifikate, an die Besitzende der Domains und nicht an alle anderen, die Man-in-Middle-Attacks machen wollen. Und dann vertrauen wir vor allen Dingen. Das Problem da ist, wen traust du denn jetzt eigentlich? Wenn ihr den Zertifikatmanager anguckt in Firefox, sind da mehr als 100 Root-Certificates, die benutzt werden können, um Zertifikate zu unterzeichnen. Ihr vertraut also sehr viel verschiedenen Entitäten, zum Beispiel dem Hong Kong Post Office. Das ist ein bisschen ein Running Gag, dachte ich immer, dass du dem Hongkonger Postdienst vertrauen musst, aber es ist wirklich da drin, in dem Eintrag des Hongkong Post Office. Den muss ich also immer vertrauen. Und meistens reicht mir das, für andere Sachen nicht. Ich möchte nicht 100 Root-Certificates trauen für meine eigenen Webseiten, für mein Banking. Was ich vor ein paar Jahren hatte, war ein Firefox-Add-on, das Zertifikat-Pinning machen kann. Das heißt, du kannst das Zertifikat anheften, das du gesehen hast, und dann wird nur das dem vertraut. Und wenn es plötzlich ein neues Zertifikat gibt, dann kriegst du eine Information, dass es ein neues gibt, und dann kannst du dich entscheiden, ob die Veränderung okay ist für dich oder nicht. Leider hat Mozilla diese API entfernt vor ein paar Jahren. Das Zertifikat konnten wir nicht mehr inspekten, also ist das Add-on weggegangen. Und dann gab es vor ein paar Jahren gar nichts. Bis September 2018, dann haben sie neue API hinzugefügt, und man Zertifikate inspekten kann, bevor die Webseite geladen ist. Cool, dann dachte ich, da schreibe ich dann ein Add-on für, um das Zertifikat anzugucken und anzuheften. Und wenn es ein neues gibt, wird das geblockt und Leute können es dann erstmal inspekten. Also beobachten, anschauen. So sieht die API aus, so sieht das Add-on aus, wenn es installiert. Zum Beispiel über den Mozilla Firefox Store kriegt ihr ein neues Icon in der Taskbar des Browsers. Und wenn ihr auf eine Webseite geht, die ihr anheften wollt, weil ihr den 100 Root-Certificates nicht vertraut, dann kriegt ihr so eine kleine Bohne, dass die Page
die Seite geschützt ist. Und auf jeder Seite macht das Add-on dasselbe. Und wenn das Add-on irgendwie neu ist und anders ist, dann kriegst du einen Alert. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob die Veränderung okay ist, zum Beispiel weil ihr euer eigenes Zertifikat verändert habt oder die Banking-Website hat in der Zertifikatskette eine Änderung gemacht und ihr sagt, das ist okay oder das ist, ja, riecht nach Fisch. Das ist was faul und das könnte mit all euren Passwörtern und privaten Informationen zuvorkommen, bevor die an die Seite geschickt werden. Wenn ihr euch das angucken wollt, dann ist hier ein Barcode oder ihr guckt auf einfach die URLs unten an, da ist das Add-on und da ist der Source Code. Vielen Dank. Source Code, vielen Dank. Danke dir. Next up ist Distri. Als nächstes geht es um Distri. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Michael, und ich denke, dass Linux-Distributionen zu langsam sind. Also habe ich mal die Zeiten gemessen, die man braucht, um ein kleines Perl-Skript zu installieren auf verschiedenen Linux-Distributionen, sowohl für kleine als auch große Pakete. Und es ist wirklich nicht akzeptabel, dass man unter Fedora bis zu 25 Sekunden warten muss, um ein paar Kilobyte Programmcode zu installieren. Also warum sind diese Paketmanager so langsam? Also die meisten Paketformate sind tatsächlich Archive, also in Debian zum Beispiel TAR, in Red Hat sind es zum Beispiel CPIOs. Und traditionell machen Paketmanager in Linux, dass sie diese Metadaten runterladen, dann werden die Dependencies aufgelöst, dann werden die Paketarchive runtergeladen, dann müssen die extrahiert werden und dann muss die Software, die gerade extrahiert wurde, noch konfiguriert werden. Noch dazu müssen die Paketmanager mit fsync diese IO-Operationen dann nochmal synchronisieren und sicher machen, um sicherzustellen, dass wenn der Laptop zum Beispiel stirbt während der Operation, dass der Computer noch funktioniert, wenn man ihn dann wieder startet. Also in den meisten Paketmanagern haben wir diese ganzen Stufen resolved und in vielen einfachen Sachen müssen wir diese Sachen nur viel simpler machen. Wir müssen nichts konfigurieren, wir müssen nichts einpacken, wir können eigentlich nur runterladen und extrahieren und an die richtigen Orte platzieren. Wenn wir das simplifizieren, dann kann man mit bis zu mehr als 12 Gigabyte pro Sekunde auf dem 100 Gigabit Link die Dinge runterladen und extrahieren. Wenn wir das mit manchen anderen Sachen vergleichen, ist das ein sehr großer Kontrast. Also, wie machen wir das? Wir benutzen ein Append-Only Pocket Straw, also einen nur angefügten mit bestimmten Archiven. Also wir benutzen nicht ein Archivformat, sondern ein Image und diese Images laden wir dann hinter einem bestimmten Pfad mit einer bestimmten Hierarchie. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Nginx installieren wollen, dann hätte man einen Pfad wie zum Beispiel /ro für nur lesen und dann den Paketnamen inklusive Paketnummern. Also genauso ZSH und alle anderen Pakete. Aber der Rest des Systems ist normal gemacht mit /etc und /var und so weiter und so fort. Also mit diesen separaten Hierarchien kann man sich jetzt fragen, also wenn man jetzt diese ganzen Programme separat voneinander installiert hat, wie können sie dann noch miteinander reden? Weil Programme benutzen ja schon gemeinsame Directories, die zwischen den Paketen bekannt sind, wie zum Beispiel die Man-Page. Das Man-Programm wird an einen Ort gucken, den beide Programme kennen. Und wenn der C-Compiler Libraries sucht, dann sucht er in User Include. Und in Distri müssen wir diese Pfade emulieren. Das machen wir mit Symlinks, die in den offiziellen bekannten Ordner linken. Die Vorteile von diesen separaten Hierarchien sind, dass alle Pakete immer co-installierbar sind. Also wenn man von Zshell 2.5.6 auf eine neue Version installiert ist und dadurch deine Konfigurationsdatei kaputt geht, kann man immer die alte oder die neue entfernen, ohne das System zu beschädigen. Aber viel wichtiger ist, dass der Paketmanager dadurch komplett versionsagnostisch sein kann. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit globale Metadaten runterladen und jede Menge Dependencies auflösen und dadurch viel Langsamkeit in den Prozess holen. Sondern das verschwindet dadurch. Außerdem, wir haben keine Hooks oder Trigger im System in Distri. Also das sind diese Skripte, die an Pakete angehängt sind, nachdem man sie installiert zum Beispiel. Ein Trigger ist das gleiche, außer dass es ein komplettes Programm ist, das ausgeführt wird, nachdem auch noch ein anderes Paket installiert wurde. Zum Beispiel Man baut seine komplette Datenbank neu, wenn irgendein anderes Paket installiert wird.
Also fast jedes Mal, wenn man etwas installiert. Und ich persönlich benutze das kaum und viele von euch wussten vielleicht gar nicht, dass es existiert. Also die Arbeit, die zur Paketinstallation gemacht wird, ist für die meiste Zeit komplett unnötig. Viel wichtiger ist auch noch, dass wenn man die Hooks hat, dann verhindert das, dass man Pakete parallel installieren kann, weil das ist so einfach nicht gedacht. Und man kann ja auch vorher nicht wissen, sicherheitsmäßig, was in diesen Skripten überhaupt passiert. Die Idee ist, dass wir ein komplettes Linux-System bauen können, das keine Hooks oder Trigger hat. Und der Ansatz, den wir dafür benutzen, hat zwei Seiten. Und das erste ist, dass Pakete einfach sagen, was sie brauchen und das klar deklarieren, wie zum Beispiel, wenn Nginx sagt zum Beispiel, ich brauche einen bestimmten neuen Systemnutzer, damit ich dieses Programm als dieser Nutzer ausführen kann. Und und dazu macht es Sinn, nicht unbedingt Sinn, das semantisch zu deklarieren, was dieses System braucht, aber das kann man dann ja zur Ausführzeit machen. Also im SSH-Key-Server kann man einfach machen, dass man ein Wrapper-Script um dieses Programm rumbaut, was macht, dass bei der ersten Ausführung diese Dinge ausgeführt werden. Also am Ende kann man sagen, dass ein Append-Only-Paketlager besser ist und immutable. Es ist sicherer und schneller. Und mit diesen Exchange Directories, mit diesen Symlinks, die wir benutzen für die Kompatibilität, ist, dass es alles normal aussieht. Wir können immer noch auch Closed Source Software benutzen. Es ist alles praktisch und mit Live-CDs gibt es auch diese Read-Only-Umgebungen, mit denen die meisten Software mittlerweile klarkommen. Es geht hier nicht darum, jetzt eine Nutzerschaft aufzubauen. Es geht mehr darum, Aufmerksamkeit darauf zu leiten, dass man Paketmanager wesentlich schneller machen kann. Also vielen Dank und guckt euch mal distri.org an. Vielen Dank. Next up is hacking neural networks. Als nächstes hacking neurale Netzwerke. Eine kurze Einführung. Hallo, ich bin auch Michael. Ich arbeite in einem kleinen Open-Source-Kurs über das Thema, wie man neurale Netzwerke hacken kann. Wieso sollten wir uns darum kümmern? Es gibt viel Deep Learning in Blue Team Anwendungen, wie zum Beispiel Antiviren-Sachen, Einfallvektoren, und die müssen ihre eigenen Sachen bauen, wie automatisiertes Penetration Testing, Phishing-Sachen und diese ganzen fragwürdigen Sachen, die vielleicht ein gutes Target sind, wie zum Beispiel Überwachung und Verbrechensbekämpfung. Hier, was neurale Netzwerke tun, das ist ein typisches neurales Netzwerk. Du machst was auf der linken Seite, da wird ein bisschen gerechnet und dann kann man auf der rechten Seite dann sagen, ist das Bild ein Hund oder eine Katze. Und hier kommt eine einfache mathematische Funktion rauf auf jedes Neuron. Diese Funktion besteht aus Gewichten, die über den Input multipliziert werden und zu einem Bias hinzugefügt werden. Das wird in eine Aktivierungsfunktion geführt. Hier ist es die ReLU-Aktivierungsfunktion. Hier zum Beispiel nehmen wir ein Zugangskontrollsystem mit einem Iris-Scanner. Da wird eine Iris genommen auf der linken Seite, wird berechnet, was man gesehen wurde, und am Ende wird dann gesagt, ob man reinkommt oder nicht, je nachdem, was das Output-Wert ist. Dieses Output-Neuron macht genau das gleiche wie alle anderen auch. Und wir machen das mit ReLU. Die Frage ist, wie können wir das modifizieren, sodass wir immer Access Granted kriegen, um in ein neurales Netzwerk reinzukommen? Es ist ganz einfach. Wir können alle Gewichte mit 0 ergänzen und das Bias auf 1 setzen. Und dann kriegen wir mit jeder Iris, die wir dem neuralen Netzwerk geben, immer einen Access Granted, einen Zugang gegeben. Wie können wir das in echt machen? Ein neurales Netzwerk ist meistens ein Model-File drin, das können wir editieren. Ist es realistisch? Ja, ist es sehr, weil die meisten Blue-Teams nicht wissen, wie man diese Model-Files sichert. Braucht man keinen Code für, die scheint keine Database zu sein, und ist kein Config-File, Gigabytes groß, und das Entwicklerteam braucht ständig Zugang dazu. Und das kann man nicht so richtig sichern. Und ihr findet es dann oft leicht zugänglich. Natürlich gibt es auch andere Methoden, die man benutzen kann. Das zweite ist,
was man machen kann, ein GPU Buffer Overflow für Bilderverarbeitung. Kennen wir das der Vorverarbeitung? Ist oft auch auf der GPU, wo das neurale Netzwerk kalkuliert. Es gibt also oft ein GPU-Speicher-Layout, wie es hier gezeigt wird. Und wenn wir einfach keine Bounce-Checks auf dem Bild haben, dann können wir den Buffer einfach überschreiben und das ganze Modell-File überschreiben, alles auf 0 überschreiben und nur den letzten Byte auf 1. Ist das realistisch? Können wir das tatsächlich machen? Ja, kann man. Wenn ihr dann ein bisschen Details zu haben wollt, dann folgt einfach diesem Link, wo ich den ganzen Artikel habe mit mehr als 10 Methoden. Und die könnt ihr alle ausprobieren mit verschiedenen Übungen, wie zum Beispiel Backdoors, Hintertüren in neurale Netzwerke einzubauen und dieser ganze Zeug, den ich euch gezeigt habe. Vielen Dank. Okay, als nächstes gibt es Cross-Site Resource Forgery Side Channels. Hi. Hallo, guten Morgen. Es geht hier jetzt nicht unbedingt irgendwas ganz Neues, Tolles, einen tollen neuen Bug zu zeigen, sondern eher einen alten und langweiligen. Macht euch nicht große Hoffnung, ich wollte nur ein bisschen Feedback kriegen darüber, wie man damit umgeht. Die meisten von euch wissen vielleicht, was Cross-Site Request Forgery ist. Die Idee ist, dass wenn sich jemand in eine Webseite einloggt, in eine Sitzung und eine andere Webseite versucht, dabei ihn dazu zu bringen, einen bestimmten Button zu klicken, der dann einen Post-Request an einen anderen Server schickt, wodurch dann was ausgeführt wird, was der Nutzer nicht will. Meistens schützt man sich dagegen, um Cross-Site Request Forgery Tokens austeilt und die ganzen Standard-Frameworks wie Angular und Laravel senden sowas mit Delete oder Post-Requests. Aber der RFC selbst definiert sie tatsächlich nicht für GET-Requests. Dadurch öffnet sich ein Side-Channel. Wenn man nämlich den Netzwerk-Traffic monitoren kann, dann kann man sehen, welche Ressourcen ein Nutzer überhaupt zugreifen kann. Und da sieht man dann auch, ob der Nutzer jetzt eine große Antwort kriegt oder eine kleine. Erlaubt uns das, dass wir dann die Nutzungsberechtigung von verschiedenen Nutzern zum Beispiel auf dem gleichen WLAN oder sowas sehen können. Das sind jetzt nicht super classified Informationen, aber es ist schon ein kleiner Side-Channel. Und ich habe mit den Angular-Leuten geredet, die haben gesagt, das ist nicht wirklich ihr Problem nicht wirklich ein Problem ihrer Meinung nach. Und jetzt ist die Frage, wie arbeiten wir damit als Community? Also kann man sowas einfach ignorieren oder sollte man Third-Party-Patches auf den eigenen Source-Code anwenden? Oder gibt es andere Wege, wie man das handhaben kann? In diesem Spezialfall gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Aber woran ich interessiert bin, was ich von euch hören möchte, ist, wie man das politisch richtig macht. Für die fortgeschritteneren Probleme kann man meistens den Hersteller ja dazu bringen, die Dinge zu reparieren, aber in diesem Fall scheint das nicht so richtig der Fall zu sein. Also gebt mir Feedback darüber, was ihr denkt. Vielen Dank. Thank you. Alright, next up is Emissions. Nächstes kommt Emissions API. Einfacher Zugang zu satellitenbasierter Emissionsausstoßdaten für alle. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Lars. Ich will über ein Open Source Projekt reden, wo ich mitmache. Das heißt Emissions API. Da geht es darum, Emissionsdaten von Satelliten einfacher zugänglich zu machen, Daten oder Binary Blobs dazu kriegen, von der ESA zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Ah, jetzt klappt's. Wir reden über das Hündchen hier. Das ist Central 5P, Satellit von der Europäischen Weltraumagentur. Es ist im Orbit um die Erde.
und scannt verschiedene Emissionen, zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid, Schwefeldioxid, sowas. Und all diese Daten sind offen. Aber da ist ein Problem mit offenen Daten, wie so oft. Open Data heißt nicht, dass es einfach ist, diese Daten zugänglich zu machen. Das ist alles so vorverarbeitet, was nett ist. Aber ihr kriegt auch sehr große binäre Blobs. Zum Beispiel, wenn ihr Daten aus Leipzig haben wollt, kriegt ihr auch Daten aus der Antarktis. Was du vielleicht nicht wirklich willst, das brauchst du eigentlich nicht notwendigerweise. Das andere Problem ist, wie man diese großen Blobs herkriegt, das könnt ihr nicht leicht prozessen. Jedenfalls nicht als Web-Application oder so. Das ist ein einfacher Scan, ein Flug von dem Gerät. Das ist, was ihr in einer Datei kriegt, die ihr runterladet. Ihr kriegt also die ganze Welt. Und ihr könnt nichts für einen eigenen einzelnen Ort kriegen. Der eigentliche Scan sieht ein bisschen anders aus. Zum Beispiel so. Hier geht es einmal über Deutschland. Es wäre sehr nett, wenn man ein paar Teile davon kriegen könnte. Und das versuchen wir als Projekt. Wenn wir die Architektur ansehen, wollen wir das so einfach wie möglich machen. Also einfach eine REST-API, wo du sagst, ich möchte Daten aus von diesem Punkt, von dieser Geolocation. GPS-Location und aus diesem Bereich, und dann kriegst du JSON zurück oder GeoJSON oder was auch immer, irgendwas statistische Informationen, die du dann benutzen kannst in jeder Web-Applikation, in der du das benutzen willst. Wir haben ein paar Beispiele schon gebaut. Wenn ihr auf emissions-api.org geht, seht ihr zum Beispiel dieses Beispiel. Das ist Kohlenstoffmonoxid-Emissionen von Deutschland über einen Monat und ein kleiner Guide, wie man das baut. Wäre cooler, wenn es dann sowas ist. Das ist mit WebGL, das ist eine 3D-Repräsentation von Kohlenstoffmonoxid auf Deutschland. Da sind wir noch ein bisschen begrenzt auf Kohlenmonoxid, weil wir dieses Ding erst vor 3 Monaten gestartet haben. Wir wollen es in ungefähr 3 Monaten fertig haben. Also hoffe ich, dass wir da ein bisschen schneller arbeiten können und mehr Zeit abdecken können. Aber es gibt schon eine API, mit der ihr reden könnt, ein paar Beispiele. Also wenn es euch interessiert, dann geht auf emissions.api.org, -api.org. Trefft mich und andere Entwickler hier auf dem Kongress und redet mit uns über diese Sache. Thank you. Vielen Dank. Next up is weiter geht's mit EXVM, dem Emacs X11 Window Manager. Okay. Guten Tag. Also, ich bin Alice, ich bin schon lange ein Linux- und Open-Source-User. Ich habe Emacs schon sehr viel benutzt und mache außerdem Amateurfunk. Ich bin hier, um über EXVM zu reden und was es überhaupt ist. Meine Erfahrungen mit EXVM und die Zukunft von EXVM. Also, als erstes mal, EXVM ist einfach nur Emacs. Das aber im Vollbild läuft, der deine grafischen Fenster verwaltet. Das ist alles. Und das hat Vorteile und auch Nachteile. Also, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Also, meine Erfahrung mit EXVM ist, dass es eigentlich sehr nicht so interessant und langweilig war. Und ich zeige euch jetzt mal einen Screenshot. Das ist, wie EXVM aussieht, wenn man es frisch startet. Da ist mein Theme für Emacs gerade drauf und es ist einfach nur Emacs. Ohne Fensterdekoration oder Render, einfach nur im Vollbild.
Aber mit vielen Jahren von Emacs bin ich mittlerweile an die Tastenkombinationen sehr gewöhnt und wie man das alles verwaltet und habe mich daran gewöhnt. Und deswegen wird das interessant, wenn man es als grafischen Fenstermanager benutzt. Hier sieht man jetzt, wie es zwei Fenster offen hat. Und das heißt, dass man all die Tastaturkombinationen, die man in Emacs benutzen kann, auch zur Verwaltung der grafischen Fenster benutzt werden kann. Das heißt, wir benutzen die gleichen Tastaturkombinationen für die, sowohl die grafischen als auch die Projekte oder Code, die man verwaltet mit Emacs. Wie zum Beispiel das normale Bearbeiten von Dateien oder ein Terminal zu operieren. So. Insgesamt ist das Ganze eine ganz gute Erfahrung. Die meisten Dinge funktionieren. Es ist nicht der beste Fenstermanager, der jemals benutzt wurde. Es hat definitiv seine Fehler, viele davon. Aber alles funktioniert im Allgemeinen. So, gucken wir jetzt mal in die Zukunft von EXVM. Es gibt keine. Die Zukunft des Linux Desktops ist wahrscheinlich Wayland, wie die meisten von uns wahrscheinlich denken, aber da sind wir im Moment ja noch nicht. Und EXVM hat seine eigenen Probleme in der Zukunft. Eins der Probleme ist, dass Emacs im Moment unter Wayland nicht so richtig funktioniert. Es gibt da einen Patch, wahrscheinlich kommen wir da irgendwann hin, aber dann gibt es das große andere Problem, dass Wayland fordert, dass man einen Compositor braucht, einen zusätzlichen. Und das dann in Emacs Lisp zu programmieren, ist wahrscheinlich schwierig. Das Ganze überhaupt in Wayland an das Sachen zu kriegen, wird wahrscheinlich schon ein guter Start sein, erstmal. Das Jahr des Linux Desktops wird vielleicht nicht dieses Jahr sein, wird vielleicht auch nicht in der näheren Zukunft passieren. Aber wenigstens gibt es viele Leute, die da humble drüber sind. Aber 2019 war für mich das Jahr des Emacs Desktops als Window Manager. Und ja, zur Zusammenfassung, EXVM ist ein komplett okayer Window Manager für langjahres Emacs-User. Es kann mit anderen Dingen kompatibel sein. Das meiste funktioniert gut genug für einzelne Nutzer. Für mich. Und deswegen muss ich noch nicht wechseln. Aber die Zukunft sieht nicht gut aus. Ihr könnt mich erreichen unter diesen Infos und später, wenn ihr wollt. Thank you. Vielen Dank. So, next up is uninstall dollar product now. Das nächste Talk ist deinstalliert dollar Produkt jetzt. Nice hat. Hello, guten Morgen. Ich bin einer der Entwickler von VLC. Ich bin einfach irgendein Sicherheitstyp. Worüber ich reden will, ist, dass morgens wachst du manchmal auf und dann hast du 1000 Mails mit Fragen und fragst, was brennt, weil alle sagen, dass sie dein Projekt deinstallieren sollen. Du weißt nicht, warum. Und vielleicht hast du es im Juli gesehen. Das war sehr kritisch. In libEML. Das war von Cert geschickt. And that was sourced from one of our als Quelle ticketing system entry. Von einem Tracking-System Eintrag. Wir hatten natürlich kein Embargo, weil das eine öffentliche Ressource ist. Dann wurden wir natürlich auch nicht kontaktiert und dann wurde es auch nicht verifiziert. Worum ging es denn? Nun, wenn dein Ticketing und dein Sicherheitsforscher mit dem falschen Komitee reden, könnte vielleicht was faul sein am Anfang schon.
Und als wir dann gefragt haben, dass das vielleicht mal irgendwie released wird, dann wurde, haben wir herausgefunden, dass es uns nicht... Okay. Wenn jemand sowas veröffentlicht, uns aber keine Details gibt, weil niemand das wirklich reproduzieren konnte, haben wir da auch irgendwann dann nicht mehr darauf geantwortet. Und warum war es jetzt nicht reproduzierbar? Seine Konfiguration war ein bisschen komplizierter. Er war auf Ubuntu, aber er hat eine ungefixte libEBML benutzt und eine veraltete, die verwundbar war und hat nicht unsere Bildinstruktionen befolgt, weil er nicht unsere Bibliotheken-Library benutzt hat und da haben wir unsere eigenen Patches für sichere Betriebssysteme drin, für unsichere Betriebssysteme, was hauptsächlich Windows ist. Und diese super kritische Sicherheitsmeldung war kompletter Blödsinn und war schon lange repariert. Und deswegen gab es da nicht so viel dazu zu erzählen. Es war nicht reported und wurde nicht weiter beachtet. Aber der Effekt war, dass ganz viele Webartikel, wie zum Beispiel Gizmodos, haben empfohlen, dass man VLC sofort installiert, was überhaupt nicht nachgecheckt wurde, nicht geprüft wurde. Ganz viele von diesen, und dieser Artikel hat sich super schnell verbreitet auf Social Media und sehr viele Klicks gekriegt. Die Konsequenz ist, dass unser gesamtes Team sehr viel kämpfen musste, für 2 Tage dieses Feuer zu löschen. Und die Social Media und die Firmen darum zu bitten, uns da etwas mehr Informationen zu geben und das zu klären. Wir hatten auch Leute, die uns gesagt haben, dass wir Dinge verborgen haben, weil Leute gesagt haben, dass wir Sicherheitsprobleme verbergen. Es gab so gut wie keine Aktualisierung von Artikeln, es gab keine Entschuldigungen, es gab kaum einen Reporter, der gesagt hat, sorry. Es kann passieren, es ist okay, aber und wir haben das ja behoben und wir haben mittlerweile auch einen freiwilligen Entwickler verloren. Aber wir haben eine neue Sache gelernt. Wir haben Complaints bekommen, dass VLC geblockt wurde wohl. Es gab manche Antivirus-Software, die CVE, also sicherheitsmeldungsbasierte Filter haben und deswegen VLC blockiert wurde. Und deswegen mussten wir eine komplett neue Version von VLC rausbringen. Und dann hatten wir dadurch noch einen DOS-Effekt. Das muss jetzt also geändert werden. Was wir jetzt machen, ist, dass wir keine öffentlichen Sicherheitstickets mehr machen. Sicherheitsmeldungen müssen jetzt direkt reported werden. Und wir machen jetzt unser eigenes CNA. Und so möchten wir das in der Zukunft verhindern. Okay, vielen Dank. Thank you. Could you please put the clicker back? I think you still have the clicker, right? Or do you still have the clicker device? Also, ah, okay. Sorry, looked like you went away with it. No problem. So next up is okay, weiter geht's mit wie man Quantum Computing mit Schulkindern macht. Okay, guten Morgen, ihr alle. Mein Name ist René, ich bin ein Lehrer und ich bin hier, um über Quantum Computing mit Schulkindern zu reden, insbesondere ein Projekt, das 3 von meinen Schülern gemacht haben dieses Jahr. Lass uns mal mit der Fragestellung starten. Wenn der Klicker mal funktioniert, dann sollte vielleicht auch die nächste Folie kommen. Das ist vielleicht jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt für die Batterie zu sterben. Time is running. Die Zeit läuft. Okay, ich rede einfach weiter. Lass uns mit der Frage starten. Wer von euch hat schon mal mit einem echten Quantencomputer gearbeitet? Kann ich mal ein paar Hände sehen? Okay, das sind nicht so viele, wie ich erwartet habe. Vielleicht ist es, weil ihr Angst vor der Mathematik habt.
Hier sind ein paar Firmen, die im Moment Zugriff zu Quantencomputern zur Verfügung stellen, zum Beispiel D-Wave mit einem Quantum Annealer. Aber vielleicht habt ihr mit solchen Maschinen noch nicht gearbeitet, weil ihr Angst vor der Quantenphysik habt, weil es hinter Quantencomputern steckt oder hinter der Mathematik mit komplexen Zahlen und mit zeitabhängigen Schröder-Gleichungen zu arbeiten oder weil ihr Angst vor superintelligenten Nerds habt und noch nicht die crazy T-Shirts dafür habt. Also, das alles ist Fake News. Es ist nicht so kompliziert. Alles, was ihr machen müsst, ist eine Kostenfunktion finden für ein gegebenes Problem, weil Quantenanneler lösen Optimisierungsprobleme, wie das Traveling Salesman Problem oder ein Scheduling Problem. Also, wenn man jetzt so eine Cost Function hat, die das Problem evaluiert, dann kann man daraus eine Matrix erstellen, die in den D-Wave Quantum Annealer reinschieben. Und diese Funktion wird verschiedene Lösungen, aus denen man dann die mit den geringsten Kosten extrahieren kann. Also das konkrete Problem zum Beispiel, an dem meine Schüler gearbeitet haben, das N-Königin-Problem. Also man hat hier N-Königin, die man auf einem N mal N Schachboard platziert, sodass keine Königin sich gegenseitig treffen kann nach Schachregeln. Also auf jeder Reihe darf nur eine Königin sein und das kann man in eine Kostenfunktion umformen. Also jedes Schachfeld wird repräsentiert von einem Qubit, das also entweder 1 ist, wenn es eine Königin ist, oder 0, wenn das Feld leer ist. Und dann kann man diese Kostenfunktion erstellen und in der kann man diese 4 Qubits aktivieren und dann 1 abziehen und daraus, und das quadriert man. Dann bekommt man die niedrigsten Kosten 0, wenn genau eine Queen in der ersten Reihe ist. Genauso kann man Kostenfunktionen bauen für die Diagonalen und die Vertikalen. Und wenn man das alle diese Probleme in der Kostfunktion zusammenfasst, kann man das als eine Matrixgleichung schreiben, so wie diese hier, wo Q dann die aktuelle Konfiguration auf dem Schachbrett ist und diese Qubits und H ist die Matrix des Problems, das man aus der Kostenfunktion bekommt. Und das füttern wir jetzt dem D-Wave-System mit einem kleinen Python-Skript wie diesem hier. Und die Maschine gibt uns zurück verschiedene Lösungen und wir müssen dann nur noch die wählen mit den niedrigen Kosten und schon haben wir das Problem gelöst. Kein großes Problem, keine Schrödingers Katze irgendwo drin. Sogar Schüler können das machen und wenn sie smart genug sind und meine Schüler waren das. Und wenn ihr mehr über das Projekt wissen wollt, meine Schüler werden um 11 in Halle 2 auf der Chaos Zone Bühne sein und werden einen Talk dort geben in mehr Details. Und wir haben außerdem eine Webseite, die ihr besuchen könnt, wo ihr das Projekt und die Dokumentation angucken könnt. Es war ein Jugendforscht-Projekt und meine Schüler haben außerdem heute einen Talk in der internationalen Supercomputing-Konferenz gegeben und dieser Talk wurde auch aufgenommen und ihr könnt ihn auch unter diesem Link finden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns heute Abend. Thank you. Vielen Dank. Als nächstes geht es um OpenCast. Hi, ich bin Lars. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich bin nicht nur mit Emissions-API unterwegs, sondern arbeite auch an OpenCast, so Open-Source-Software für Videoaufnahme und Verteilung. Und der Hauptfokus ist auf der akademischen Welt, zum Beispiel Unis, Uni-Aufnahmen, Lesungen und so weiter. Und das große Ding hinter OpenCast ist, hier haben wir Leute, die Sachen aufnehmen. In einer Uni könnte man das nicht in einem großen Maßstab in deinen normalen Vorlesungen. Und ihr könnt nicht erwarten, dass alle Lecturers, alle Dozenten verstehen, wie das funktioniert. Also viele werden da bestimmt interessant, aber bei den meisten klappt es nicht und die meisten haben auch keinen
kein Interesse an dieser Technologie. Also das automatisiert zu haben und einfach eine Aufnahme in den Kalender zu tun für eine Vorlesung, einen normalen Kurs, ist sehr hilfreich. Das funktioniert dann automatisch, das wird dann durch den Prozessor gejagt, transkodiert, vielleicht auch ein bisschen Medienanalyse, Opencast unterstützt Slide Detection, man Text von Slides auslesen später oder Sprache zu Text, das kann man alles konfigurieren. Kann man, muss man nicht, je nachdem, was du willst. Vielleicht, wenn du deine Sachen so schnell wie möglich rauspushen willst oder so viele Analysen haben, wie du willst. Wenn du das testen willst, dann geht auf develop.opencast.org. Das ist der Testserver, der wird täglich resettet. Das ist die neueste Entwicklerversion von Opencast drauf. Es funktioniert meistens sehr gut. Ist auch meistens online, also sehr stabil. Wenn ihr es schafft, es kaputt zu machen, dann sagt es mir einfach und dann kann ich es resetten. Aber normalerweise funktioniert es. Ein bisschen über Open-Source-Projekte zu reden, heißt auch, dass es interessant ist, über die Community hinter diesem Projekt zu reden. Opencast ist ziemlich alt jetzt, so 10 Jahre oder so. Es wird auf Universitäten weltweit benutzt. In Deutschland ist es eigentlich eine der meistbenutzten Aufnahmelösungen für Vorlesungen draußen. Es gibt ein paar kommerzielle Gegner, aber besonders in Deutschland sind wir besser als die kommerziellen Gegner. Weltweit ist es nicht so, aber wenigstens hier in Deutschland. Wenn wir ein bisschen mehr auf die Community gucken, das ist die Package Repository Maintainer. Ihr könnt euch registrieren und da sind die Registrierungen von für diesen Repository. Sieht sehr nice aus. Es wird weltweit benutzt. Heißt nicht unbedingt, dass die ganzen Leute, die sich da registriert haben, es auch benutzen, aber es heißt auch nicht, dass du dich registrieren musst, um es zu benutzen. Also ein paar Knöpfe benutzen bestimmt nicht Opencast, andere werden es benutzen, sind aber nicht auf der Karte, aber es gibt dir wenigstens einen Ausdruck von, Eindruck davon, wo Opencast benutzt wird. Wenn ich mir andere Events ansehe, ist ein großer Teil der Community da. Es sind zwei Fotos in Valencia auf dem internationalen Gipfel von Opencast und in Ilmenau hier in Deutschland. Das ist das lokale deutsche Meeting des Projekts. Wenn du mehr darüber wissen willst, über Opencast, dann könnt ihr mich kontaktieren, mit mir reden oder mit der größeren deutschen Community reden oder der internationalen Community, wenn ihr wollt. Und dann finde ich einfach raus, wie das ist mit dem Projekt. Also, vielen Dank. Next up is Cider or Cidre by Food Hacking Base. Oops. All right, there you go. Hello everyone. Hallo alle zusammen. Jetzt prüfe ich nur kurz, was funktioniert. Ja. Mein Name ist František Appelbeck. Ich werde den Cider vorstellen. Cider ist ein Getränk, das aus Äpfeln hergestellt wird. Das wird hauptsächlich in Frankreich, England und in Nordspanien hergestellt. Historisch wissen wir, dass es etwa 2000 Jahre alt ist. Und das ist belegt in den Regionen, die ich genannt habe. Und die Menge in Europa wird etwa, also von den Mengen her wird es hauptsächlich in England hergestellt und getrunken. Danach kommt Frankreich und dann Spanien.
und die traditionellen Methoden der Herstellung werden hauptsächlich in Frankreich benutzt. Und nicht nur sind die Gesetze strenger, sondern die ganze Industrie hat strengere Standards. Ich weiß nicht genau warum, aber so ist es zumindest im großen Maßstab jetzt gerade. Ich möchte noch ein bisschen darüber reden, wie man Cider herstellt, wie man erntet, ob man jetzt von Hand erntet oder mechanisiert. Jetzt auf dem Feld, ob man das jetzt wirklich von Hand macht, auf den Knien, im Korb. Und hinterher trage ich das dann auch von Hand zum Processor. Also in jeder Hand 13 Kilo, danach in der Tasche, dann 25 Kilo auf dem Rücken und einige Kilometer transportieren. Und dann wird es ausgepresst und danach muss man etwas damit machen. Es gibt dann verschiedene Techniken, um es auszupressen, über Druck oder mit der Hand eine Presse antreiben. Und es gibt verschiedene Methoden. In Deutschland gibt es dann auch die Wasserpresse. Es gibt viele verschiedene Methoden. Und dann wartet man 2 bis 3 Stunden, dass verschiedene chemische Reaktionen stattfinden. Und nachdem das ausgepresst wurde, das Mark ausgepresst wurde, das ist ein Teil des Apfels, dann kann man auch Wasser hinzufügen, um ein zweites Auspressen durchzuführen. Und danach hat man diesen Apfelsaft. Dann möchte man es defokatieren, was wörtlich übersetzt Scheißen bedeutet. Und dann wird es fermentiert. Man kann hier auch mit weniger Hefezellen arbeiten, dann geht das Ganze langsamer. Und dann wird es von mehreren Containern hin und her bewegt, um den Absatz und das Sediment unten am Boden zu reduzieren und jedes Mal abzuheben, und dadurch werden es weniger Hefezellen jedes Mal. Und wenn alles gut geht, dann hat man am Ende einen Cider, der es wert ist, abgefüllt zu werden in Flaschen. Wenn man das jetzt in November und Dezember hat, das ist die Saison für Cider, dann ist es in etwa März, bis man soweit ist, das Ganze in Flaschen zu füllen. Vielleicht ist es dann noch nicht so gut. Man packt es dann meistens über Schwerkraft unterstützt in Flaschen. Und dann packt man einen Korken rein, dreht das um und betet für 2 Monate, dass die Flaschen dann auch Kohlensäure enthalten. Aber nicht so viel Kohlensäure, dass sie explodieren. Und die meiste Zeit hat man verliert man 1-2 Flaschen auf dem Weg. Und ich bin jetzt gerade in der Normandie stationiert und da gibt es den Cider, der so 3-6% hat. In Frankreich meistens so 4-5. Und dann hat man mehrere Sorten, die werden darüber unterschieden, ob sie gereift wurden und wie stark der Alkoholgehalt ist. Jetzt hier diese Sorte, die wird mehrere Jahre in Fässern gelagert. Und dann gibt es noch, also Jus de Pomme ist ganz frischer, Calvados ist gereift. Und dann gibt es jetzt hier noch die Mischung. Außerdem kann man natürlich noch mit Konzentraten herumspielen, mit der Säure und vielen anderen Dingen. Jetzt möchte man, wenn man Cider macht, hauptsächlich die spezifische Schwerkraft oder Gravität messen. Das ist eine Methode, um zu messen, wie viel Zucker eigentlich im Saft war. Und damit kann man dann auch errechnen, wie viel Alkohol man bekommt. Man möchte natürlich den pH wissen. Man möchte bei etwa 8 Grad Celsius fermentieren und man möchte natürlich auch Bakterienkontamination vermeiden. Und wenn was schief geht, dann schmeckt das natürlich nicht und man riskiert Explosionen. Wer mehr darüber wissen will, besucht bitte Food Hacking Base. Der ist hier auf dem Kongress in Halle 2. Da haben wir ein Cider Tasting, das schon komplett ausgebucht ist. Aber es gibt da, man kann immer noch drüber reden. Und es gibt auch viele Informationen darüber, was andere Leute in dem Feld machen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald. Und bitte genießt den Cider, den ihr in eurer lokalen Region habt. Vielen Dank.
So, next up is Menschen beurteilen. No, let's wait a minute. So, this one. He's coming. Hi. So it's actually the opposite of Menschen beurteilen. Hi, also es ist, das ist jetzt eigentlich das Gegenteil von dem, was da steht, also insbesondere das Beurteilen, es soll ein nicht wertender Vortrag sein und wir wollen in Richtung Heilung gehen. Und deswegen fange ich jetzt an, indem ich erstmal den Plan vorstelle, wie wir Heilung auf der Erde haben können und ich werde jetzt auch besprechen, was so im Wege steht. Also erstmal der Plan. Wir fangen an, indem wir Werte teilen. Und Werte sind Worte erstmal. Und damit sie ihre Bedeutung entfalten können, muss man das zwischen Menschen besprechen. Also Gerechtigkeit oder Justice. Also jetzt erstmal, wenn man gefragt wird, ob man Flüchtlinge beherbergt oder nicht, da gibt es jetzt viele Wortharmoniken oder wie Worte interagieren können und die wir erstmal noch entdecken müssen und da müssen wir darüber reden. Und es ist jetzt wichtig, dass wir Menschen finden, die gemeinsame Werte teilen und das kann man dann auch föderalisieren. Der zweite Schritt ist, dass man dann eine Heilungsbasis findet oder entwickelt. Und das basiert eigentlich auf der eigenen Arbeit des Einzelnen. Die meisten Menschen haben es in ihrer Geschichte falsch rum gemacht. Man nimmt jetzt einen Wert wie Führerschaft oder Leitung und dann setzen wir das als Ziel und wir versuchen, dieses Ziel zu erreichen und wir verlieren auf dem Weg dahin den eigentlichen Wert dahinter. Und eigentlich brauchen wir die sozialen Strukturen, um die Ziele zu unterstützen. Also müssen wir mit der heilenden Basis anfangen. Der zweite Schritt, nachdem wir unsere Werte geteilt haben, dass wir ein Netzwerk der Heilung aufbauen. Und das können wir dann mit der Welt teilen. Das große Hindernis oder die großen Hindernisse sind, und das ist kein richtender Vortrag, weil ich hatte letztens einen Traum. Und da war ein sogenannter Mexican Standoff, wo quasi beide Seiten den anderen auslöschen könnten. Und es war eben so eine Situation, die Waffen waren aufeinander gerichtet und sie haben sie gegriffen und die Waffen sind losgegangen und es kam nur Konfetti. Und man wurde gefragt, bist du ein Richter oder ein Tänzer? Und man sollte mehr tanzen. Und jetzt ist die Frage, haben wir eine gesunde Einstellung zum System und Praise oder Lob sollte einen Wert haben. Wir nennen jetzt diese Person einfach Mr. C. Und das System funktioniert für jeden von uns. Aber was ist das eigentliche Problem? Was ist das Thema? Also das Problem ist Preis. Nicht Lob, sondern Preis. Und jeder rationale handelnde Mensch muss gemäß dem Preis handeln. Und es ist eigentlich für jeden klar, was mehr Wert hat, eben über den Preis definiert. Und das Problem ist, dass wir einfach, dass jeder egoistisch handeln soll. Und wir reduzieren einfach die Werte einfach nur auf den Preis und das ist ein Problem, weil wir alle anderen Wertsysteme verlieren über diesen Weg. Und das führt offensichtlich zu Problemen, weil man natürlich in den Geldpreis nicht alle Externalitäten einbringen kann und dann werden Probleme in die Zukunft verlagert und dergleichen. Und wir müssen jetzt auch über Menschen nachdenken, die kein Heilungssystem entwickeln wollen oder werden für sich selber, die wir aber auch heilen müssen.
Wir müssen das also als kulturelle Veränderung machen. Der Staat wird uns hier wahrscheinlich nicht wirklich aushelfen und das muss im Einzelnen aus dem Herzen kommen. Die echte Frage ist, ist Frieden sexy? Ich weiß es nicht. Aber Preis ist nicht sexy, also Geiz ist nicht geil. Also am Ende geht es darum, eine Grundlage für die Heilung zu entwickeln. Und die Hauptidee ist, dass wir unsere Arbeit immer wieder auf ein Ziel hin orientieren, ob es jetzt Geld ist oder dass wir ein Produkt haben wollen. Aber das Ziel von uns muss eigentlich sein, dass wir alle etwas anders denken und dass jeder Einzelne seine Arbeit, sein Produkt in einem Kontext der Heilung sieht und entwickelt. Und es gibt vier Wege, um sich das anzusehen und das so zu betrachten. Ich habe dafür leider kein cooles Diagramm. Aber ihr könnt das wie eine Box sehen mit vier Teilen. Und die Top-Kategorie ist Menschen und Umwelt. Und dann Heilung, wir heilen den Arbeiter und die Umwelt des Arbeiters. Und die Arbeit, die erzeugt natürlich Mangel, aber auch Überfluss. Wir haben jetzt Müll, wir haben körperliche Arbeit, die den Körper schädigt. Aber wenn wir jetzt jede Arbeit, die wir verrichten, in diesem Kontext der Heilung sehen, dann und dieses Heilungssystem entwickeln, dann werden wir langfristig keine Probleme mehr haben. Ich denke, es ist ganz einfach. Und ich werde daran arbeiten und ich werde in der Öko-Hacker-Farm sein. Und ja, wenn ihr reden wollt, kommt gerne dazu. Vielen Dank. Next up ist, warum wir eine Lieferkette brauchen. And the next talk will be why we need a supply chain act, supply chain law. Ein Lieferkettengesetz, sorry. Supply chain act, a supply chain law. Sorry. Imagine you're sitting in your hack space and you want to solder something and you just take a resistor. And within the resistor there's a different material, there's resources that have been used. For example, iron, and this iron has been collected somewhere in the world, in some mine, for example, in Brazil. For example, here in Romadinho, where there has been an iron mine, and then there was a dam breach, and there was a toxic levin that just overwhelmed the village with 200 people underneath it. The dam was just certified to be secure and safe from TÜV Süd, a German company, just a few minutes, just a short time before that accident happened. And by now we have indices that probably some issues have been during the examination of that dam, but there has been some pressure from the company that the certification should still be applied. It's already very difficult for the people that have family that has been affected by this effect. They try to get in touch with the German company from Brazil to Germany. This is tough. A short introduction. The German government did ask German companies how they think about human rights and whether they do diligence to the human rights according to the current laws. And according to their own companies in Germany, 20% said yes, they do that. Therefore, there is this initiative, Supply Chain Act. It's a civil society association. There's, for example, Bread for the World, Greenpeace, and Verdi. They all together carry this idea and they distribute the idea. And I'd like to present the main goals and targets of this initiative. Okay, if you do harm, then you have to shoulder the responsibility.
for example, if you have workers within an insecure factory to factor shirts, then if there are certifications that have been given without the rights, then there should be responsibility. There should not be any benefits for companies if they are irresponsible. Right now they do this because they earn money if they don't do the security, and we cannot accept this. We should not accept that the responsibility should be shuffled off to the consumers, because people cannot 100,000 times answer to the question whether or not we would like to respect human rights applies. So our society should determine this once and for all, what human rights should be there. And there's also the thing that if you are in another country, and the German company has violated human rights laws, then you should be able to get access to German laws. And if there's some steps that the companies do voluntarily, that is not enough. The past showed that this is not enough. If you want to know more about this petition or association, you can check out lieferkettengesetz.de. There's a general overview. You can sign this petition, and it will probably help the political lobbyism work of this group. Thank you very much. 3D-Rekonstruktion. Hallo zusammen, ich bin Felix Petersen. Ich möchte ein bisschen was über meine Forschung präsentieren. Was ist 3D-Rekonstruktion? Wir fangen jetzt an mit einem Bild, zum Beispiel mit diesem Schuh. Und daraus möchten wir jetzt unser 3D-Bild rekonstruieren, 3D-Modell. Ja, leider funktionieren die GIFs nicht, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Naja, gut. Es sollte uns jetzt eigentlich das 3D-Modell zeigen. Ich möchte das jetzt aber unüberwacht machen, das heißt, das 3D-Modell ist nicht gegeben bisher. Hier haben wir zwei Beispiele. Ein neuronales Netzwerk wird dazu trainiert, das 3D-Modell zu rekonstruieren aus von dem Bild auf der linken Seite. Und das Neue ist jetzt, dass das 3D-Modell nicht überwacht ist. Das heißt, wir können nicht sagen, ob die Rekonstruktion richtig ist und in welche Richtung das neuronale Netzwerk trainiert werden muss, damit das Ganze passt. Zum Beispiel eine Schulklasse, wenn sie unüberwacht ist, ja, wird ein bisschen chaotisch. Und ich möchte euch jetzt zeigen, dass es trotzdem noch möglich ist, diese 3D-Rekonstruktion zu machen. Für euch wird es vielleicht ein bisschen wie Magie ausschauen, aber ich werde euch zeigen, dass es tatsächlich Wissenschaft ist, was dahinter liegt. Und dass es wirklich funktionieren kann. Also wir starten mit einem Bild, zum Beispiel von diesem Hasen. Dann machen wir unsere Rekonstruktion. Und jetzt ist die Frage, was passiert wirklich in dieser Rekonstruktion? Das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist, wie wir überwachen können, ob unsere Rekonstruktion richtig ist. Das heißt, wir machen ein Rendering davon. Dafür müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wir es immer noch in das neuronale Netzwerk packen müssen. Das heißt, wir können nicht einfach nur Restauration machen, sondern wir brauchen weiche Rekonstruktion. Das heißt, wir bekommen auch ein weiches Bild raus. Und dann bekommen wir das Problem, dass irgendwie so der Kreis nicht funktioniert. Wenn wir das versuchen zu iterieren, funktioniert es nicht, weil es nicht konvergiert, sondern crasht. Das heißt, wir müssen die Textur rekonstruieren und den Stil des Fotos. Wie machen wir das? Wir nutzen ein Pix-to-Pix-Netzwerk. Zum Beispiel, wenn ich hier diese Katze zeichne, bekomme ich, also wende ich direkt darauf Pix-to-Pix an und bekomme dann ein fotorealistisches Foto daraus. Jetzt habe ich die Stadthalle von Leipzig gezeigt. Und jetzt sieht auch die Stadthalle von Leipzig relativ süß aus als Katze. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum die Katze immer auf der linken Seite hat.
obwohl links die Ecken sind, warum auf der rechten Seite trotzdem eine Katze rauskommt. Egal, was ich links reinpacke, rechts kommt eine Katze raus. Sogar beim C3-Logo. Wenn ihr Brot reinpackt, bekommt ihr Katzenbrot. Wenn ihr das hier reinpackt, bekommt ihr eine Multi-Augen-Katze. Alien. Wenn ihr das zu Hause probieren wollt, könnt ihr einfach googeln for pigs to pigs und da bekommt ihr eine Webseite raus, bei der ihr das machen könnt. Mit dieser Komponente haben wir diesen Rundtrip und kommen damit zurück zu unserem Originalbild. Jetzt trainieren wir es und leider crasht es immer noch. Warum? Wir haben ja relativ viele Komponenten und wenn wir sie einfach nur aufeinander stapeln, dann ist da einfach kein Weg, wie das funktioniert, sondern es sollte einfach ein zusammenstürzendes Gebäude sein. Die komplette Architektur fällt einfach zusammen, wenn es zu viele Schritte nacheinander sind. Also wie machen wir das? Indem wir Garn benutzen. Aber nicht das Garn, das wir in Mikrochips benutzen, sondern das Generative Adversarial Netzwerk. Wir haben hier den Räuber, der Geld faked, und wir haben die Bank, die reales Geld herstellt. Und dann haben wir die Polizei, der das Ganze auseinanderhalten muss. Also reales Geld von falschem Geld. Das heißt, über die Zeit hinweg wird er besser darin, die beiden auseinanderzuhalten. Das heißt aber auch, der Fälscher wird immer besser darin, das Geld zu fälschen. Das heißt, am Ende kann er es besser fälschen, als die Bank es tatsächlich drucken kann. Und zu diesem Zeitpunkt kann die Textur auch rekonstruiert werden. Wenn wir dieses Konzept auf diesen Rundtrip anwenden, können wir das stabil trainieren. Hier sind ein paar Ergebnisse davon. Auf der linken Seite sind die Eingabedaten und auf der rechten Seite sind die Renderings von der Rekonstruktion. Um zu zeigen, dass es tatsächlich auch bei realen Bildern funktioniert, habe ich auf einer Webseite 50.000 Bilder von Schuhen runtergeladen und habe es nur hierauf angewendet. Wie ihr sehen könnt, ist es immer noch dazu in der Lage, die Modellierung davon zu machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach nach dem Talk zu mir kommen. Ich muss immer noch das Katzenbild aus meinem Gehirn rauskriegen. Also das nächste ist Balkon 2020. Guten Morgen. Wisst ihr, wie es aussieht, wenn jemand einen Badge in einen Taser umwandelt oder wie es aussieht, wenn man einen Aufzug ruft in den USA? Wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht, dann müsst ihr auf die Balkon nächstes Jahr kommen. Ich bin Jelena. Ich bin Co-Founderin von Balkon. Das ist der Balkon Computer Kongress. Es ist jetzt ein jährliches Event in Serbien. In Navisat. Wir leben dort nicht mehr, aber wir wollten was zurückgeben an unser Land. Deswegen organisieren wir uns dort. Warum Novi Sad? Weil wir von dort kommen. 8 Kilometer von Belgrad entfernt, das ist echt hübsch. Ein paar Probleme im Kongress. Wir haben 2013 als kleine Konferenz begonnen. Da waren wir irgendwie weniger als 100 Leute, 20 Vortragende. Und jetzt nach 70 Jahren sind wir jetzt über 500 Leute. Und wir haben mehr als 40 Vortragende aus mehr als 20 Ländern. Ein paar der Highlights, die bei uns zu Besuch waren. Die unterstützen uns zum Beispiel jetzt, zum Beispiel Travis Goodspeed, Robert Simmons. Also es gibt da gibt es echt viele. Was schön ist im Balkon, man kann bei uns mitmachen als bei einem Capture the Flag.
Was auch immer interessant ist, wir haben auch eine Hebocon. Wir haben dieses Jahr angefangen und wir fanden es echt interessant und wir werden daran auch weitermachen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie ihr dorthin kommt, also es ist Serbia, das heißt, man weiß nicht so ganz genau, wie ihr da hinkommt. Also wenn ihr uns finden wollt, könnt ihr einfach zu unserer Assembly kommen. Oder ihr könnt uns kontaktieren per Mail oder per Twitter. Weil wenn mehr Leute aus dem Ausland kommen würden, würden wir eine tolle Community in Serbia und Europa aufbauen. Und ich denke, das ist halt wichtig. Es sind dort viele Studenten, die nicht viel Geld haben zum Reisen. Und das ist einer der Gründe, warum wir das dort angefangen haben. Weil wir in Novi Sad eine große technische Universität haben mit vielen Studenten, die interessiert sind in Technik. Also das Wichtigste ist, Balkan 2020, 25, 26, 27. September in Novi Sad, Serbia. Genau, falls ihr noch mehr Informationen habt, kontaktiert uns einfach. Next up is a concise introduction to double entry accounting. Als nächstes kommt wieder die Einführung zu doppelter Buchführung. Hallo. Ich springe jetzt über den Intro drüber, das habe ich gestern schon gemacht. Mein Name ist Louis, ich werde über doppelte Buchführung reden. Worüber ich reden werde, also über das, was ich rede, gibt es schon seit ein paar Jahrhunderten. Und wie ich das Ganze formuliere, hängt sehr stark von New Cash ab. Es hängt von. Und genau, wir haben darin fünf unterschiedliche Konten. Wir haben zum Beispiel Assets, also Geld auf der Bank, Autos. Der zweite Account-Typ ist in Ausgaben. Also, wofür habe ich Geld ausgegeben? Tipp Nummer drei ist Income, also Einkommen. Also, woher kommt Geld, zum Beispiel Gehalt? Nummer vier ist sind die Schulden, die ich noch irgendjemand schulde. Und Nummer 5 ist ein bisschen mehr abstrakter. Equity, das ist so praktisch, dazu da, also wenn das anfängt, setzt man das zum gleichen Wert wie den Asset-Account und geht von davon weiter. Die Größe. Also, jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel an. In diesem Beispiel schauen wir uns vier unterschiedliche Konten an. Also, eins ist meine Brieftasche, zwei ist mein Girokonto. Drei sind meine Ausgaben für Essen und vier sind meine Ausgaben für Banktransaktionen. Wenn wir jetzt da zwei Transaktionen hinzuführen, wenn man sieht, wir nehmen 20 Dollar aus der Bank raus, zahlen dafür 3 Euro Gebühr und kaufen uns davon dann für 8 Dollar Essen. Mit Transaktionen haben wir ein weiteres Konzept, wo wir das Ganze aufteilen, also wo wir das Ganze von einem Konto runternehmen und dann aufteilen auf zwei Konten. Also beim ersten haben wir zum Beispiel drei Aufteilungen und beim zweiten haben wir nur eine, zwei. Wir haben zum Beispiel die minus 23 und dann haben wir auf der linken Seite unsere 20 Dollar in Geldbeutel und die 3 Dollar Gebühren. Für die Splits muss die Summe immer in einer Transaktion null sein. Und das ist wunderschön, weil das bedeutet, dass wir Geld nicht auftauchen oder verschwinden lassen können. Das ist praktisch wie Chemie, man kann einfach nicht Elemente erfinden. Und das ist praktisch dieses Konzept. Und wenn man jetzt die Splits aber in der Vertikalen macht,
dann kriegt man am Ende die, den Stand dieses Kontos. Zum Beispiel, ich habe die 20 Dollar, die ich reingetan habe, die 8 Dollar, die ich rausgenommen habe, am Ende habe ich noch 12 Dollar übrig. Und diese Eigenschaft ist reflektiert in der Buchführungsformel, um damit zu berechnen, wie viel Geld man hat, also wie viel man, also was der eigene Net Worth ist. Wenn man all sein Geld nimmt und davon seine Schulden abzieht, das sagt einem praktisch, wie viel Geld man tatsächlich hat. Und das zeigt NuCash wirklich unten an. Und ich werde euch noch ein paar Tipps über NuCash geben. Die Dokumentation ist aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt ein Hilfebuch und es gibt ein Konzepthandbuch. Das Konzepthandbuch erklärt so Sachen, wie man Buchführungen wirklich macht und geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ich fand das Konzepthandbuch wirklich sehr viel hilfreicher. Ich habe noch ein paar Tipps, die sind nicht alle, aber das sind meine Lieblingstipps. Wenn man mit NuCash startet, fangt nicht an, eure vorherigen Transaktionen zu importieren, sondern startet von heute. Also startet, verbraucht nicht Tage, damit eure Transaktionen damit zu importieren. Und ein weiterer Tipp von mir wäre, nutzt eine App auf eurem Handy, um eure Ausgaben zu verfolgen. Das gibt für Android, für iOS ist es ein bisschen schwieriger, aber NuCash ist wirklich, wirklich gut gealtert. NuCash hat sich wie die Buchhaltung seit Jahrhunderten oder sehr lange nicht angepasst und sehr langsam entwickelt. Es gibt ein paar, NuCash macht Backups von euren Sachen und Buchhaltung ist sowas, was man nicht wirklich hacken kann. Das heißt, wenn ihr das hackt, macht ihr es falsch. Wenn ihr noch Fragen habt, das sind meine Kontaktdaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you. Next up is your crowd. Okay. Hallo, mein Name ist Till. Ich bin Teil einer Gruppe von Rechtsprofessionellen und wir haben ein paar Ideen. Und dieser Talk geht um den Legal Tech Markt in Deutschland und wir sehen die Probleme, die wir sehen mit möglichen Monopolisierungen und die Lösung, die wir vorschlagen wollen, Your Crowd. Und in den 70ern hat es angefangen mit Legal Informatik. Und dadurch, dass das juristische System ziemlich regelbasiert ist, lässt sich das ganz gut abbilden auf Technologie. Aber wir hatten wenig Speicherplatz und die Rechenleistung war sehr limitiert. Also wir hatten sehr viele Ideen, aber wir konnten sie nicht wirklich umsetzen. Und so etwa 2011 bis 2017 hat sich das geändert und viele neue Firmen sind aufgetaucht. Und sie haben ein paar nette Werkzeuge auf den Markt geworfen. Das ist keine Rocket Science, das ist meistens Texterkennung und da versucht das, diese juristische Analysen zu automatisieren. Aber das hat sehr viel Effizienz gebracht auf dem juristischen Markt, weil sehr viel repetitive Arbeit einfach automatisiert werden konnte mit Legal Tech und das hat sehr viel Arbeit gespart für die Anwälte. Einige Anwälte konnten ihre Zeit um 70% reduzieren, ihre Arbeitszeit, die sie verbringen mussten und konnten dadurch sehr viel mehr Pro Bono Arbeit annehmen. Und vor Flightride hat jetzt sich auch niemand darum gekümmert, dass sich Flüge verspäten. Aber dadurch, dass es jetzt einfacher geworden ist, sein Geld zurückzubekommen, hat sich da einiges geändert. Und das sind jetzt viele Firmen, die in diesem Bereich arbeiten. Was ist jetzt das Problem, das wir sehen? Das Problem ist nicht wirklich die Technik selbst, aber darüber kann man auch reden. Das Problem ist, wo diese Technik oder Technologie herkommt. Das Problem, das kommt jetzt gerade nämlich sehr viel von VC oder Venture Capital und von großen Firmen, die das Ganze implementieren.
Und die haben sehr viel Geld, um diese Produkte herzustellen, die sie haben wollen. Und sie produzieren hauptsächlich Software, die sehr spezialisiert ist auf kleine Anwaltsfirmen. Und das ist perfekt auf die Firmen angepasst, wenn die Software intern benutzt wird oder komplett externalisiert. Und sie investieren hauptsächlich in Software. Also es ist hauptsächlich für große Firmen. Kleine Firmen können das nicht wirklich machen, weil sie sehr wenig Geld haben und sehr wenig Zeit dafür haben. Und sie haben einfach nicht die Kapazitäten wie große Anwaltskanzleien, die dann mit IT-Spezialisten zusammenarbeiten können und große Teams haben, um diese Probleme zu lösen. Kleine Firmen haben eben kleine, vielleicht IT-interessierte Spezialisten. Und das ist einfach sehr aufregend oder in der negativen Art. Und das führt zu neuen Abhängigkeiten, weil die großen Firmen dann ihre Software an kleine Firmen, Anwaltskanzleien lizenzieren können und das wird sehr schnell sehr teuer. Auf der anderen Seite können natürlich große Anwaltskanzleien jetzt auch den Markt für die Kleinen übernehmen. Vorher war es nämlich nur für der Fokus der großen Kanzleien, auch wirklich die großen Fälle, weil sie einfach nicht die Kapazität hatten, viele kleine Fälle auch abzuarbeiten. Und das wird jetzt langsam auch möglich. Es ist nicht garantiert, dass das passieren wird, aber es ist leider eine Gefahr, die passieren könnte. Das ist jetzt natürlich kein neues Problem mit den Abhängigkeiten. Wir haben im Gesetz natürlich auch nicht die Open Knowledge, das Open Knowledge Prinzip richtig. Wir haben zentralisierte Ressourcen und die sind sehr, sehr teuer. Und wir könnten jetzt natürlich noch weitere und verstärkte Abhängigkeiten bekommen. Und man könnte wirklich ins Hintertreffen geraten, wenn man diese Technologie nicht benutzt. Wie könnten wir dieses Problem jetzt lösen oder angehen? Und wir haben in der Informatik GitHub gesehen und GitHub wird verwendet, um Wissen zu teilen. Und was jetzt viele Leute nicht tun, ist, dass Wissen geteilt wird. Wir haben Gaia-X und da werden einfach nur Dokumente gesammelt in der Cloud. Wenn man jetzt die Cloud nicht mag, ist es trotzdem noch eine interessante Idee, dass man die Dokumente teilt. Und wir können Arbeit verteilen. Selbst wenn ihr Captchas nicht mag, zeigen sie doch, dass wir Arbeit auf eine große Menge Menschen verteilen können und so diese große Sachen erreichen. Das hier ist Josef. Er hat es geschafft, den Ausgang von juristischen Fällen vorherzusagen, aber das werde ich jetzt überspringen. Also was wir tun, ist, dass wir Expertensysteme wie Anwälte kombinieren mit der Crowd, mit Menschenmengen und wir versuchen Algorithmen wie Machine Learning aus diesen Dokumenten, die wir schon haben, herauszubekommen, was wir noch nicht kennen. Und wir versuchen, die Arbeit zu verteilen, um neue Techniken zu entwickeln. Und wir wollen einfach Anwälte zusammenbringen, wie wir es in der IT schon geschafft haben mit GitHub. Und wir wollen kollaborative Teams bauen, damit wir all diese Arbeit schaffen. Wenn ihr uns helfen wollt, kontaktiert uns bitte. Vielen Dank. So, als nächstes gibt es das JavaScript in meinem Stecker. Hallo alle zusammen, ich bin Harry. Willkommen in meinem Talk. Da ist JavaScript in meinem Stromstecker. Und ich werde euch erzählen, wie ich meine erste CVE gefunden habe. Du hast, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt, denn jetzt einfach gar nichts drücken, danke. Okay, los geht's. Nach rechts? Okay. Eines Tages bin ich durch den Supermarkt gelaufen und habe so ein Smart Internet of Things Stromstecker gefunden. Er hat mir versprochen, dass er per App von der ganzen Welt aus gesteuert werden kann und ich dachte mir, hey, warum kann ich das Ding nicht ohne App steuern? Oder vielleicht kann jemand anders das ohne App steuern? Also habe ich ein bisschen Reverse Engineering gemacht. Erst den Flash gedumpt und ich habe ein bisschen JavaScript gesehen. Also hat ein Kollege von mir gesagt, ey, da ist JS in deinem Stecker. Also haben wir einfache Tools wie Strings benutzt, um uns die Binary anzugucken und haben festgestellt, dass da Klartext-WLAN-Credentials in dem Flash-Image drin sind. Sehr interessant. Dann haben wir Gdra benutzt, um das Ganze zu reverse-engineeren, um nach Bugs und natürlich nach dem Config-Interface zu gucken, wo das JavaScript herkommt. Und die Details dazu. Es ist ein Bug in dem USR Wi-Fi 232-Modul.
Es ist quasi ein Ghetto-ESP. Und in dem Config-Interface kriegt man Statusinformationen, Firmware-Updates. Ja. Und in diesem Interface ist auch eine Liste naher Wi-Fi-Netzwerke, mit denen man sich verbinden kann. Und was ihr da unten seht, ist der Source-Code von dem Kram. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was der Bug da ist. Denn wenn ihr ein Wi-Fi-Netzwerk mit einer bösen SSID öffnet, also JavaScript in der SSID ist und jemand das Ding öffnet, dann und die Seite neu lädt, dann wird das JavaScript ausgeführt und wir haben eine Cross-Site-Scripting-Attacke. Das kann benutzt werden, um ein komplizierteres Script von einem externen Server zu ziehen. Und nur mit einem kleinen bisschen JavaScript können wir dann HTTP-GET-Request ausführen auf das Web-Interface, wo die Wi-Fi-Daten drin sind. Und den Result können wir an ein Request, was an eine Domain, die wir kontrollieren geht, dranhängen. Und so leaken wir die Wi-Fi-Credentials des Netzwerks, in das das Modul eingebucht ist. Das sieht ungefähr so aus. Rechts seht ihr den JavaScript-Exploit-Code. Ist nicht sehr gut geschrieben, aber gut genug, um das Konzept zu zeigen. Links seht ihr den Request-Catcher. Zensiert ist das Passwort. Und unten drunter seht ihr, dass auch möglich ist, den Username und das Passwort des Konfigurationsinterfaces selbst zu leaken. Also, Disclosure. Es ist eine chinesische Firma aus Shenzhen, die das Modul produziert und sie haben nicht auf E-Mails reagiert. Also haben wir eine CVE beantragt. Im Moment mache ich diesen Lightning Talk gerade und ich schreibe auch noch einen Blogpost bei Tildehorn. Ja, kurze Zusammenfassung. Wenn ihr dieses Modul in eurem Wi-Fi verwendet, ist es möglich, eure Credentials da über ein Cross-Site-Scripting rauszuklauen, indem man in der Nähe ein Wi-Fi mit einer bösartigen SSID aufmacht. Nächster Schritt, Code Execution. Es gibt in dem Code einen Haufen SPRINTF ohne Längenprüfung. Es scheint, als hätten sie ihre eigenen Protokollparser geschrieben, zum Beispiel einen eigenen DNS-Parser. Und da könnten durchaus ein paar Buffer-Overflows drin sein, die dann man dann ausnutzen kann. Also, wenn ihr Details haben wollt und Proof of Concept Code, dann guckt euch den Blogpost an oder kontaktiert mich über E-Mail oder DECT. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Okay. Als nächstes kommt Schadsoftware Forschungstelegram-Gruppe. Vielen Dank. Willkommen alle. Das wird ein kurzer Blitzvortrag sein über eine Schadsoftware-Forschungsgruppe mit zurzeit 3.500 Mitgliedern. Erstmal zu mir, dann über die Gruppe und dann, wie man der Gruppe beitreten kann. Ich bin Max Libra Kersten. Ich bin einer der Admins dieser Gruppe. Ich habe als Schadware-Analysator vorher gearbeitet. Ich habe meinen eigenen Blog und schreibe auch meine eigenen Tools. Was ist das? Es ist eine öffentliche Gruppe, in die jeder rein kann. Es gibt keinen Einladungsprozess oder irgendetwas. Man kann einfach beitreten. Wir sind ganz strikt legale Hacker, Whitehat-Hacker. Wir machen nichts Illegales. Man kann ein paar Ziele haben, wenn man in der Gruppe ist. Man kann einfach auf dem neuesten Stand bleiben, über neue Tools, die es gibt. Man kann von den Fragen der anderen lernen. Vielleicht hat jemand anders ja noch dasselbe Problem wie du. Man kann zusammenarbeiten mit den anderen in der Gruppe. Manche spalten sich in kleinere Gruppen ab und machen dort weiter.
Da gibt es also auch schon ein paar Projekte. Man kann jede Frage stellen, solange es etwas damit zu tun hat. Es gibt jede Woche ein Thema zum Diskutieren. Diese Woche zum Beispiel, was man in seinem Unternehmen, wo man arbeitet, diskutieren wollen würde, was man ändern möchte dort, sodass wir alle voneinander lernen können. Es gibt eine angeheftete Nachricht mit Ressourcen, zum Beispiel wie man neue Schadsoftware-Beispiele finden kann, Tipps und Tricks, Poster. Aber es gibt eine allgemeine Liste dort einfach mit vielen Infos. Zusammengefasst sind die Regeln der Gruppe: sei nett und mach nichts Komisches. Da sind sowohl Studenten als auch Berufliche schon in dieser Gruppe und jeder kann einfach beitreten. Zuletzt möchte ich noch anmerken, als Ende von jedem Blitzvortrag, es wird hier ein Treffen am linken Ausgang von Borg geben, ab 13:45 bis 14 Uhr. Und wenn es genug Menschen gibt, dann gehen wir einfach irgendwo hin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, weil wir den Ausgang nicht blockieren möchten. Hier kann man beitreten über den Link t.me/malwareresearch. Man kann es auch in die Suche eingeben und es finden. Ihr könnt auch Fotos machen, es aufschreiben, irgendwas damit machen, wie ihr wollt. Und schreibt einfach in die Gruppe oder kommt nach dem Blitzvortrag einfach zu uns. Vielen Dank. Next up is Privacy Mail. Ah, als nächstes kommt Privacy Mail. There we go. Ah, los geht's. Okay, thanks a lot. Also, schönen Dank. Ich erzähle euch heute was über das Thema Privacy Mail. Das ist eine E-Mail-Privatsphäre-Plattform, die wir an der TU Darmstadt entwickelt haben. Wir sind ich selbst, Stefan Schwer, und mein Professor Matthias Holleck. Und auch, ja, so. Eure erste Frage ist wahrscheinlich E-Mail-Tracking. Ich meine, wenn wir allgemein über E-Mail-Privatsphäre reden, dann reden wir darüber, dass Alice und Bob eine Nachricht austauschen wollen und dass die ganzen bösen Menschen, die da noch mit bei sind, davon wissen. Darüber reden wir hier nicht. Wir reden darüber, dass der Sender einer Nachricht rausfinden will, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat. Es ist keine private Kommunikation zwischen zwei Leuten. Das ist zum Beispiel, Amazon schickt dir ein Newsletter und will, dass du Links klickst. Wenn du eine E-Mail tracken willst, dann gibt es im Prinzip drei Dinge, die du machen kannst. Du kannst Views tracken, also gucken, ob da Bilder oder Style-Sheets eingebunden sind von irgendwo anders. Und wenn die E-Mail geöffnet wird, wird ein Request zu dem Server geschickt, wo das Zeug liegt. Und dann wird der Serverbetreiber wissen, dass die E-Mail geöffnet wurde. Die zweite Möglichkeit ist, Interaktion zu tracken. Das probiert meist, läuft meistens über personalisierte Links, also Links, die nur in dieser speziellen E-Mail an diese spezielle Person drin sind. Wenn dieser Link geklickt wird, dann weißt du, dass diese Person diesen Link in dieser E-Mail geklickt hat. Ist ziemlich Standard. Und dann kannst du auch noch Identitäten verknüpfen, denn normalerweise hast du die E-Mails auf dem Laptop und auf dem Telefon. Und dieses ganze widerliche Web-Tracking, was so läuft, hat ein Profil über dich auf dem Telefon und ein Profil über dich auf dem Laptop. Aber wenn du denselben Link oder einen Link mit demselben Identifier auf beiden Geräten anklickst, dann kannst du dadurch die Identitäten beide verlinken, sodass man die Profile des Telefons und des Laptops zusammenfügen kann. Und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache. Je nachdem, wie man fragt, dann sind zwischen 24% und 85% der E-Mails mit Tracking verseucht. Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Und der die E-Mail verschickt, weiß, wann du die E-Mails öffnest, ob du es gemacht hast, auf welchem Gerät, mit welcher Software und wo du gerade warst, basierend auf grober IP-Geolocation, wenn du halt Remote-Content enabled hast und auf Links klickst und so ein Zeug. Wir haben eine Software gebaut, die das so ein Tracking finden soll und dafür sorgen soll, dass der Benutzer weiß, worauf er sich einlässt, wenn er sich zum Beispiel zu einem Newsletter anmeldet. Dafür gehst du auf privacymail.info und sagst, ich will mich da und da anmelden, example.com.
und dann gibst du dem eine E-Mail-Adresse, die nur zu dem Service gehört. Der Service schickt uns die Opt-in-Nachricht. Wir gucken, ob da irgendwas schief läuft. Bitte versucht, keinen Account zu registrieren. Wir klicken nicht auf Confirmation Links. Danke. Und wir erhalten die Newsletter und leiten sie weiter. Wir halten sie auf unserem E-Mail-Server, lassen unser Crawler darüber laufen, mittels OpenWPM. Das ist eine Firefox-Variante, die man fernsteuern kann und die für Privatsphäreforschung entwickelt wurde. Mit dieser Software öffnen wir dann die E-Mail, klicken auf den Link, gucken uns das ganze Tracking an, verfolgen die ganzen Interaktionen, die Requests. Die Resultate werden dann in eine Datenbank geschrieben. Und dann haben wir eine Analysiersoftware, die uns die Ergebnisse baut, die wir dann auf unserer Website anzeigen können. Das hier ist ein Subset von dem, was ihr bei uns sehen könnt. Wenn ihr zum Beispiel den Spiegel.de Newsletter liest, dann werdet ihr sehen, dass es da 4 externe Parteien involviert sind, wenn ihr die E-Mail öffnet, inklusive Spiegel selbst, aber auch Newsletter2Go, IOM. Das ist so eine deutsche Tracking-Klitsche. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man einen Link klickt, dann kommen noch ein paar weitere Third Parties dazu. Das ist dann eine lange Redirect-Kette, bis du am Ende an deinem Ziel angekommen bist. Ich habe dazu auch mal einen längeren Talk gegeben auf der GPN 19. Wenn ihr an mehr Details interessiert seid, guckt euch den Talk an. Ihr könnt den Link dafür unten in dieser Folie finden. Da könnt ihr die Slides finden, da könnt ihr das Paper finden, alles. Und natürlich einen Link auf die Plattform. Also ihr könnt mit der Plattform spielen, privacymail.info, das Ding ist Open Source. Ihr könnt auch Pull-Requests schicken oder könnt euch angucken, wie es aussieht. Und jetzt gerade habe ich einen Studenten, der am Redesign des Interface arbeitet. Und da wären wir echt dran interessiert, rauszufinden, was eure Prioritäten sind, wenn es um E-Mail-Tracking geht. Ist es schlimm, wenn sie die Links tracken? Ist es schlimmer, wenn sie das Öffnen der E-Mail tracken? Also wenn ihr irgendwie 3 Minuten Zeit habt und es okay ist, dass ihr Fragebogen ausfüllt, dann könntet ihr uns da sehr helfen. Alles klar, vielen Dank. Und ich laufe hier auf dem Kongress rum, fühlt euch frei, mich anzusprechen. Danke. Als nächstes kommt OpenAge. Hi, wir sind die Maintainer von OpenAge und das ist ein Aktualisierungsvortrag. Das ist ein Klon der Age of Empires 2 Engine, eine Reimplementierung. Wir brauchen dafür die Originalressourcen des Spiels, aber es ist geplant, kostenlose Ersatzpakete bereitzustellen. Wir möchten den Look und Feel klonen und Verbesserungen einbauen. Zum Beispiel Modding oder mehr als 8 Spieler, unendlich große Karten, Zombie-Modus, Überlebensmodus. Es gibt auch ähnliche Projekte, die ihr hier auf dieser Liste sehen könnt. Wir haben das Spiel mit C++17, Python 3 für Skripten, Python für die Klebeebene verwendet. Age of Empires ist auch 2019 noch sehr aktiv, denn Microsoft hat gerade eine aktualisierte Version, die definitive Version, mit deutlich besserer Grafik herausgebracht und mit einem tollen neuen Benutzeroberfläche. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir arbeiten daran. Dieses Jahr haben wir uns hauptsächlich um die Dokumentierung gekümmert mit Syncs. Wir haben unsere API für das Modding definiert. Wir haben Daten zu der neuen API konvertiert. Wir haben eine fortlaufende Integrierung für macOS und Windows gestartet. Und das erste Mal wurden jetzt SMP und SMX-Konvertierungen vorgenommen. Damit können wir Dinge extrahieren, wie zum Beispiel das asiatische Grafikpaket. Dann gibt es auch noch nächtliche Builds, die kann man einfach runterladen. Und Continuous Integration mit AppWare. Es gibt jetzt die Dokumentation, die jetzt viel toller aussieht und viel leichter zu lesen ist.
Vielleicht erinnert ihr euch noch vom letzten Mal, dass unser Konfigurationssystem diese domainspezifische Nyan-Sprache war. Das müssen wir jetzt benutzen, um Ressourcenpakete zu erstellen. Um die zu erstellen, müssen wir die Original Genie Engine Daten in unsere Engine konvertieren. Und hier seht ihr, wie wir das machen mit Zwischenobjekten und dann zu unserem Format exportieren. Parallel dazu können wir die Mediendateien wie Bilder und Töne auch noch konvertieren. Unsere Zielarchitektur für unsere Engine, unser Triebwerk, sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einmal für die Spielwelt etwas. Und als nächstes, um das zu erreichen, bräuchten wir den Presenter, um den Spielstatus zu zeigen und eine neue Simulationsengine für neue Gameplay-Features, eine verbesserte Pfadfindung, Netzwerkverbesserungen. Es gibt die Script-API, da machen wir was mit Python und mit künstlicher Intelligenz vielleicht. Das ist echt sehr fancy, sehr toll. Letztes Jahr hatten wir 140 Beitragende zu unserem Projekt. Also wenn ihr mitmachen wollt, da sind wir immer sehr froh drüber und dann könnt ihr ein paar Probleme oder Issues angehen. Kommt einfach in unsere Chaträume, zum Beispiel. Wir haben auch einen Blog, wo wir hin und wieder Statusaktualisierungen veröffentlichen und euch sagen, was mit dem Projekt so abgeht. Und wenn ihr uns auschecken wollt, habt ihr hier die Links für GitHub und wir freuen uns auf eure Beiträge. Vielen Dank. Next up is B-Sides Amsterdam. Als nächstes B-Sides Amsterdam. Hi. Hi. B-Sides ist eine community-geführte Konferenz zum Thema Computersicherheit. Lokale Organisatoren erschaffen ihre eigenen Instanzen in ihrer Stadt. Letztes Jahr habe ich B-Sides entdeckt. Es sollte ein Event in Amsterdam geben. Es gab es da schon 2 Jahre und ich dachte mir, jo, da will ich hin. Aber ist natürlich nicht passiert. Also habe ich mich entschieden, dass ich dieses Jahr sicherstelle, dass es passiert. Dieses Jahr gehöre ich mit zu den Organisatoren. Wir haben einen Call for Papers dieses Jahr. Also bis zum Ende April könnt ihr da Papers abgeben. Wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr dazu beitragen wollt, wenn ihr da was vortragen wollt, wenn ihr da hin wollt, ob ihr aus den Niederlanden kommt, Deutschland, Belgien, was auch immer, könnt ihr gerne vorbeikommen und euch einen Talk ansehen. Sendet uns einfach euren Vorschlag vor dem Ende des Monats Februar und dann kann ich mir vielleicht euren Talk angucken. Danke. Okay, danke. Then next up is Let's invent futuristic sleep and dream technologies. Dann kommt als nächstes, lasst uns futuristische Schlaf- und Traumtechnologien erfinden. Hello. Hallo. I'm Christopher and, ich bin Christopher. Willkommen bei meinem Lightning Talk, Let's invent futuristic sleep and dream technologies. So, wouldn't it be cool, und wäre es nicht toll, wenn du ins Bett gehen könntest und mit neuem Wissen oder neuen Fähigkeiten aufwachen könntest? Also gehst ins Bett und morgens kannst du auf einmal Spanisch sprechen oder eine neue Programmiersprache. Oder wie wäre es, sehr hochwertigen, entspannenden Schlaf zu haben, egal wo du bist. Oder vielleicht das Immunsystem ein bisschen hochzuziehen während des Schlafes. Vielleicht bist du ein bisschen erkältet, so wie ich gerade. Dann schläfst du eine Runde und es braucht nicht 7 Tage, bis es dir wieder gut geht, sondern vielleicht eine Nacht. Oder vielleicht auch andere Getränke. Vielleicht auch interaktive Träume, also aus deinem Traum heraus zur wachen Welt kommunizieren zu können oder zu anderen Träumern. Es gibt viele andere Ideen, über die man da nachdenken kann, so über die Zukunft unserer Schlaf- und Traumerfahrung.
Und ich suche nach Leuten, die so ein futuristisches Zeug erfinden möchten, zusammen mit mir. Nicht fürs Geld, das ist eine reine Non-Profit-Angelegenheit. Aber nur um die Schlaf- und Traumerfahrung von möglicherweise Milliarden von Leuten auf der Welt zu verbessern und natürlich, um dabei ein bisschen Spaß zu haben, dabei diese verrückten Dinge zu entwickeln und Dinge möglich machen, von denen man sich dachte, dass sie unmöglich waren. Es könnte Jahrzehnte dauern, um das Zeug zu erfinden, aber also eine neue Sprache oder neues Wissen zu lernen beim Schlafen. Aber warum nicht heute anfangen und Schritt für Schritt sich dem Ziel annähern? Manche Sachen habe ich schon gemacht, habe schon angefangen mit diesem Projekt, habe eine kleine Website rausgehauen, habe mich mit professionellen Schlaf- und Traumforschern unterhalten, habe ein paar First-Step-Studien mit denen durchgeführt, die sind auch peer-reviewed veröffentlicht worden. Ich habe ein bisschen Zeug entwickelt und ich habe ein bisschen altes Zeug aus meiner Doktorarbeit zum Thema Schlafforschung recycelt. Ich war Schlaflaborleiter an der Uni für eine Weile und nach dieser ganzen Zeit tue ich das eigentlich nur noch als Hobby. Und ja, manche Dinge wurden schon vorbereitet, aber der richtige Spaß geht jetzt erst los. Diese Dinge tatsächlich zu entfinden, Ideen zu bekommen, herauszufinden, was gemacht werden könnte und die Wege gefunden, das tatsächlich zu tun. Und wenn ihr das tatsächlich interessant findet und da mitmachen wollt, weil ihr vielleicht ein paar Ideen habt, was man machen könnte oder was gemacht werden sollte und vielleicht was nicht gemacht werden sollte in Sachen futuristisches Schlafen und Träumen oder wenn ihr vielleicht ein bisschen Hardware oder Software, Platinen, was auch immer entwickeln wollt oder wenn ihr andere Fähigkeiten habt, die nützlich sein könnten, selbst wenn ihr nicht so genau wisst, wann und wie ihr Zeug tun könnt, um hier mitzuhelfen, dann kontaktiert mich bitte, entweder via E-Mail. Ich habe diese E-Mail-Adresse gebaut, futuristicsleepdreamtext@protonmail.com, oder haut mich hier auf der Konferenz an. Ich würde gern von so viel wie möglich von euch hören. Und wenn ihr euch erst ein bisschen was angucken wollt, was lesen wollt, dann könnt ihr auf die Seite sd20.org, Sleep and Dreaming in 20 Years, gehen und euch da ein bisschen was ansehen. Ja, und lasst uns futuristische Schlaf- und Traumtechnologien erfinden. Danke. Danke. Als nächstes kommt organisierte Kriminalität analysieren. Ich bin Friedrich und ich arbeite mit einer Gruppe von Investigativjournalisten, die überall auf der Welt verteilt sind und hauptsächlich aber in Europa. Und ich möchte mit euch über die technologischen Aspekte dieser Arbeit reden. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich an sowas wie Kryptographie denken. Aber jetzt geht es erstmal um Datenanalyse. Zum Beispiel im Dezember haben wir ein paar Geschichten publiziert über eine Firma, Formations House, die verschiedene kriminelle Schemen weltweit operiert haben, die zum Beispiel Wälder in Kamerun gefällt haben, um dort Drogen anzubauen. Natürlich alles ganz illegal. Aber wie kommen wir an diese Nachrichten ran? Und zunächst hatten wir erstmal einen Dump vom Server dieser Firma und das kam erstmal als riesige ZIP-Datei bei uns an mit Millionen von E-Mails, Dokumente, sogar eine MySQL-Datenbank. Wie kommt man von dort zu Journalismus? Wie kann man die Geschichten erzählen, die dort passiert sind? Also die Journalisten brauchen Zugriff auf strukturierte und unstrukturierte Daten. Manchmal gibt es Überlappungen, manchmal ist es in einer Datenbank. Dann muss man eben diese Überschneidungen finden. Eine E-Mail hier, in einem Daten, in einer Datensammlung mit einer Telefonnummer und woanders findet man wieder raus, dass diese Telefonnummer benutzt wurde, um eine Firma zu gründen. Das muss man alles verbinden, um die Geschichte gut erzählen zu können. Und wir haben auch viele Firmen übersee und da müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten, was wir alles so gefunden haben. Deswegen haben wir das Aleph Project gestartet.
Es ist eine Suchmaschine, die Aleph heißt, die im Grunde genommen ein Wissensgraph, Explorierungsmaschine, sowohl für strukturierte als auch unstrukturierte Daten, forensische Analyse für viele Dateitypen und auch die Verbindungen zwischen den verschiedenen Dingen herstellen, zum Beispiel auch Referenzen zwischen einem und anderen, zum Beispiel eine Liste mit allen Politikern eines Landes und dann die Daten im Datenset und schauen, ob es irgendwelche Verbindungen gibt. Und dann gibt es auch noch WIS, da kann man noch Diagramme für Netzwerke erstellen, um einen Überblick zu behalten über die Geschichten. Und das ist alles natürlich freie Software und ich brauche wirklich Leute, die noch mithelfen, daran zu entwickeln. Insbesondere, wenn du zum Beispiel aus der Pentesting-Szene kommst. Was besonders spaßig ist an dem Ganzen, ist, dass grundlegend ist alles nur JSON. Man kann sich das so vorstellen, dass man strukturierte Daten, unstrukturierte Daten sind alles linienbasierte Feeds. Und wir haben dieses Wissensgraph-Modell und wir verfolgen einfach die. Wir machen das nach dem Follow-the-Money-Format, was man so für Operationen machen könnte. Man kann zum Beispiel einfach mit pip etwas installieren, wo die ganzen Daten drin sind von den 29 Leaks. Man kann das in eine JSON-Datei reintun und dann kann man diese ganzen Menschen aus diesem Ding, aus diesem Datadump nehmen. Das sind die hier und dann kann man die anderen Daten nehmen, zum Beispiel vom Panama Paper und was gibt es so für Verbindungen dazwischen? Und dann hat man eine Liste mit Kandidaten, die ein Journalist vielleicht schon mal anschauen kann. Okay, hier, die Person hier ist bei Formations House aktiv und war auch in den Panama-Papieren. Das ist vielleicht was, wo ich noch ein bisschen mehr Zeit und Aufmerksamkeit investieren möchte, um da reinzuschauen. Also wenn ihr gerne hier mithacken möchtet, dann geht einfach auf alephdata.org. Vielen Dank. Vielen Dank. Next up is als nächstes kommt das The Very Small 1x1 of Passwords. One times one, okay. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist A Very Small 1x1 of Passwords. Es ist eine stark zusammengekürzte Version eines größeren Talks. Und ja, es gibt ein paar unglaubliche Passwörter da draußen. Und was für mich interessant ist, funktioniert mein Passwort tatsächlich? Und wie manage ich diese ganzen Passwörter? Also fangen wir mal mit Management an. Wie machen wir das? Ich kann nur sehr, sehr stark empfehlen, einen Passwortmanager zu benutzen. Denn damit kann man für jeden Account verschiedene Passwörter setzen. Man verliert nicht den Überblick, welches Passwort habe ich benutzt, auf welchem Account ist das, in welcher Iteration und so weiter und so weiter. Es gibt ein paar Passwortmanager, zum Beispiel Password Store, auch bekannt als Pass. Dann gibt es KeePass. Man kann auch ein Notizbuch benutzen, wenn man das denn sicher aufbewahrt. Es gibt viele Möglichkeiten. Leider muss man sich immer noch an ein paar Passwörter erinnern, nämlich um die Passwortmanager zu steuern. Wenn wir also einen Passwortprompt haben, dann gibt es als nächstes Brute Force Schutz. Und das ist irgendein Mechanismus, der hilft, der dabei hilft zu verhindern, dass das Passwort nicht durch reines Rumprobieren gebrochen werden kann. Brute Force Schutz ist tatsächlich schwieriger als man es denken würde. Und das führt dazu, dass es gewisse Passwortlängen gibt. Lang ist zwar gut, aber es ist nicht immer praktikabel.
Also muss ich vorher festlegen, wie lang mein Passwort sein muss. Und vielleicht können wir das ja berechnen. Vielleicht erinnert ihr euch an den XKCD-Comic mit dem Diceware-Passwort, wo einfach eine gewisse Menge an Worten hintereinander gehängt wird. Und man sieht, oh, das ist ja viel einfacher, sich daran zu erinnern, als an irgendeinen Random-Kram. Und das System dahinter ist Diceware, denn man kann im wahrsten Sinne des Wortes würfeln, ungefähr fünfmal, und dann ein Wort aus einer Liste mit der entsprechenden Zahl, die man gewürfelt hat, auswählen. Und ja, wie funktioniert das? Das ist im Prinzip das Airsheet-Beispiel aus dem ersten Slide. 1, 2, 3, 4, 5 ist eine Zahl. Kann ich denn nicht alle meine Passwörter als Zahl bauen, wenn ich eine gewisse Anzahl an Zeichen habe? Da haben wir unterschiedliche Zahlensysteme mit unterschiedlichen Zeichenzahlen. Also, ja, das sind alles Zahlen. Und es gibt eine Formel dafür. Ihr könnt die Anzahl an Zeichen als Potenz der Länge nehmen. Und dafür erhaltet ihr dann die Zahl der möglichen Kombinationen. Für ein 256-Bit-Key im Binärsystem ist das eine gigantische Menge. Für eine vierstellige numerische PIN haben wir nicht ganz so viele Kombinationen. Und jetzt ist die Idee dahinter, dass wir diese Mengen nehmen und da eine Gleichung draus basteln. Dann transformieren wir diese Gleichung und wir erhalten eine nette Formel, die uns ausgibt, wie viele Zeichen wir tatsächlich brauchen, um eine gewisse Stärke an Passwort zu erhalten. Nehmen wir also an, alphanumerisch 56 Zeichen. Für 256-Bit-äquivalenten Key braucht man dann 44 Zeichen. Und ihr könnt versuchen, zurückzudenken an das Beispiel unten auf diesem Slide. Es ist verdammt hart, sich daran zu erinnern. Aber zurück zur Diceware. Diceware heißt, wir haben 7776 Wörter und die werden zufällig aus einer Liste ausgewählt, indem ein Würfel gewürfelt wird oder einfach über Software. Das packen wir in die Formel und dann erhalten wir eine Länge von 19 Wörtern, die wir brauchen. Und ja, hier unten, da kann man sich viel einfacher dran erinnern, aber das Passwort ist ein bisschen länger. Es ist so für die große Masse. Es gibt auch ein paar Zwei-Faktor-Systeme. Wenn du dein Passwort noch mehr sichern möchtest, dann benutzt du einfach Two-Factor, zum Beispiel mit einer SMS dann, One-Time-Pad oder einmal Passwortlisten. Und immer daran erinnern, biometrische Attribute sind Passwörter, die nicht geändert werden können, wenn die verloren gehen. Aber das Gute daran ist, du kannst Biometrie trotzdem als zweiten Faktor benutzen. Und dann gibt es noch Anwendungstokens. Das ist ein zweites Passwort, damit eine Anwendung nicht mit dem Passwort des Benutzers autorisiert werden muss. Diese Tokens werden nicht oft genug verwendet, aber es ist immer ein Versuch wert. Die komplette 45-Minuten-Version dieses Talks könnt ihr in den Archiven der Privacy Week 2019 finden. Das war in Wien. Und ich hoffe, dass ich bei der nächsten Privacy Week auch dabei sein kann. Danke. Danke. So, damit schließen wir die heutige Blitzvortrag-Sitzung. Bitte eine große Runde Applaus für alle Sprecherinnen. Das war die deutsche Übersetzung der Lightning Talks Tag 3 vom 36. Chaos Communication Congress.
Eure Übersetzer waren Laurin.